Tut sehr weh. Warum bringt ihr uns nicht gleich um? Sie dürfen den Unterhaltungswert nicht vergessen. Wir würden doch alle um unseren Spaß gebracht. Mit dieser Rolle schaffte er den Durchbruch. Den Psychopathen in Funny Games spielte Frank Gehring so überzeugend, dass es einem bis heute eiskalt den Rücken runterläuft. Mit Symbolen kommst du nicht weit. Es muss verdammt nochmal auf die Fresse geben. Macho-Gehabe pur in Bader. Frank Gehring als deutscher Terrorist. Den Film zerrissen die Kritiker in der Luft. Gehring aber wurde gelobt. Den Schauspieler, geboren in Magdeburg in der DDR, zog es immer wieder nach Hause zurück. Nur widerwillig mietete er wegen der Arbeit eine kleine Wohnung in Berlin. Frank Gehring war einer der gefragtesten deutschen Schauspieler, obwohl ihn seine Alkoholsucht eine Zeit lang ins Abseits drängte. Nach seinem plötzlichen Tod vor 2 Wochen wurde er in allen großen deutschen Tageszeitungen gewürdigt. Seine vielleicht schönste Rolle hatte Frank Gehring in Absolute Giganten. Ein paar Freunde verbringen den letzten gemeinsamen Tag miteinander. Floyd will seine Heimat verlassen und blickt wehmütig auf die vergangenen Jahre zurück. Frank Gehring voller Melancholie und unbestimmter Sehnsucht. Ich glaube, ich habe auch nie wieder in meinem Leben irgendwas erlebt, was so groß war und so gigantisch.